Wir sind eingeladen, gemeinsam zu beten. Gott, heute hast du deine Welt in wundervolles Sonnenlicht für uns gehüllt. Deine Erde hast du schön gemacht, unseren blauen Planeten. Zurzeit leben wir mit circa 7,8 Milliarden Menschen auf ihr und mit noch viel mehr anderen Geschöpfen. Du weißt, dass es uns allen unterschiedlich geht auf deiner Erde. Die einen hungern, haben sozialen Mangel, die anderen leben im Überfluss, haben Kontakte, sind vernetzt. Zurzeit vereint uns die Corona-Pandemie, aber wir wünschen uns und bitten dich um deine Kraft, dass uns viel, viel mehr zusammenhält auf deiner Erde. Lass uns solidarisch sein miteinander. Lass uns auf die anderen achten und füreinander auf deiner Erde da sein. Das Licht deiner Auferstehung leuchtet auf deinem Altar. An ihm sind zwei Kerzen entzündet. Die eine leuchtet für alle Menschen, die zurzeit auf der Flucht sind. Einige von ihnen sind in Flüchtlingslagern, manche sind unterwegs, manche sind gestrandet, kommen nicht weiter. Einige haben sich gerade voller Hoffnung auf den Weg gemacht und warten auf eine bessere Zukunft. Da kommt die Corona-Pandemie und macht so viele Hoffnungen kaputt. Wir bitten dich für alle Geflüchteten und für alle, die ihnen zurzeit beistehen und helfen. Gemeinsam bitten wir dich um dein Erbarmen und singen: Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Die zweite Kerze brennt für alle, die zurzeit im Krankenhaus sind. Sie brennt für Menschen, die gerade bald Eltern werden. Die Geburt steht kurz bevor. In manchen Krankenhäusern ist es nicht mehr möglich, dass Mutter und Vater gemeinsam die Geburt erleben. Diese Kerze brennt für alle Frauen, die unter der Geburt allein sind, manchmal von einer Hebamme begleitet, aber wegen Zeitmangel auch manchmal noch nicht mal das. Und sie brennt für alle Väter, die jetzt nicht dabei sein können, wie ihr Kind auf die Welt kommt, die in Gedanken mit ihrer Liebsten verbunden sind und aushalten müssen, dass sie warten. Wir bitten dich um dein Erbarmen und singen gemeinsam: Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. In der Stille bringen wir vor dich, was uns noch beschäftigt. Für alles, was in dieser Stille vor dich gebracht worden ist, bitten wir dich um dein Erbarmen, Gott, und singen: Herr, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Wir beten zu dir mit den Worten, die Jesus Christus uns schon beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.